Eine Unruhe hier. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Demokratie und Toleranz gehören zu den Grundfesten unserer freien Gesellschaft. Sie sind heute aber auch leider zu ideologischen Kampfbegriffen verkommen. Es ist so, immer wenn ich heute den Begriff Toleranz höre, dann zucke ich innerlich zusammen und habe ein schlechtes Gefühl dabei. Und das liegt nicht daran, dass ich intolerant wäre. Nein, ich bin ja die... Bitte? Ich habe nicht genau verstanden. Der Inbegriff der Toleranz an sich. Nein, aber es ist tatsächlich so, es beschleicht mich, wenn ich das Wort Toleranz höre, immer ein ungutes Gefühl. Es erinnert mich so ein bisschen an DDR-Zeiten, da hieß es dann immer Weltfrieden. Und genauso wird dieser Begriff heute leider auch verwendet. Vor allen Dingen wird er von Toleranz, von denen verwendet, die am intolerantesten sind. Und das ist das Problem. Sie tragen den Begriff Toleranz nämlich wie eine Monstranz vor sich her, um andere auszugrenzen. Das ist das Problem. Und ich erinnere dabei an Landtagspräsidentin Brettschneider, SPD, die eigenhändig versuchte, einen Parteitag der zugelassenen demokratischen Partei AfD zu verhindern. Und da meine ich, vielleicht sollte Frau Brettschneider ja selbst mal an einer Beratung ihres Programms teilnehmen. Manchmal hilft es ja. Ich erinnere auch an die hasserfüllten, teils gewalttätigen Demonstrationen am Berliner Alexanderplatz nach dem Einzug einer neuen demokratischen Partei in den Deutschen Bundestag. Und das ist auch eine Folge Ihrer falschen Politik. Das ist Folge Ihrer Politik, die einen Teil des demokratischen politischen Spektrums aus der Debatte heraushalten möchte und deshalb mit der großen Keule wie wild um sich schlägt. Sie sprechen ja auch nicht, hören Sie doch gerne mal zu, Sie sprechen ja auch nicht vom Kampf gegen Rechtsextremismus, Sie sprechen vom Kampf gegen Rechts. Alle Ideen und Ansichten rechts der ohnehin schon nach links verschobenen Mitte wollen Sie damit stigmatisieren. Sie nutzen den an sich richtigen Kampf gegen Extremismus für Ihren politischen Kampf und das ist das Verwerfliche an Ihrer Politik. Wir unterstützen Sie in einem echten Kampf gegen Extremismus. Er muss sich aber auf alle Extremismen beziehen. Und wenn Sie hier einen tatsächlichen Wechsel vollziehen, wie Sie es heute ja so ein bisschen ankündigen, dann sind wir auch dabei. Wenn Sie aber weiter auf einem Auge blind sind oder blind sein wollen, wie es beim bisherigen Programm eindeutig der Fall war, dann machen wir da eben nicht mit. Wir wollen von Ihnen eine echte Kursänderung sehen, bevor wir einem neuen Programm zustimmen. Wir wollen sehen, dass Sie sich um alle Extremismen kümmern. Schauen Sie sich doch die Zahlen an, wohin die Gelder geflossen sind und welche Projekte. Das ist doch eindeutig der Fall gewesen. Das können Sie doch hier nicht abstreiten wollen. Wir wollen sehen, dass Sie sich um alle Extremismen kümmern. Wir wollen auch sehen, dass über Ihr Programm nicht Linke oder Linksextreme durchgefüttert werden. Und wir wollen sehen, dass Sie klar unterscheiden zwischen legitimen politischen Positionen und Extremismus. Ein Kampf gegen rechts ist genauso falsch wie ein Kampf gegen links, weil er eben auch demokratische Positionen zu stigmatisieren versucht. Und wer redet dann hier vom Kampf gegen rechts? Wir sind es nicht, das sind Sie. Sie reden vom Kampf gegen rechts. Ständig reden Sie vom Kampf gegen rechts und das ist falsch. Abschließend, im Kampf gegen den Extremismus sind solche Programme ohnehin nicht die erste Wahl. Erste Wahl ist in allen Belangen gute Politik für unsere Bürger. Darum geht es. Dankeschön.